Wir sind mittendrin in der Spargelsaison bis zum 24. Juni, Johannistag. Ne? Meine Oma hat immer gesagt, Kirschenrot, Spargeltot. Ja, also ja, natürlich, kann man sich grob merken, wenn die Kirschen da sind, ist der Spargel vorbei. Und dementsprechend machen wir heute den Klassiker eigentlich, was du mit Spargel machen kannst, ein schönes Spargelsüppchen. Wir machen eine Spargelsuppe, genau. Und erstmal machen wir einen Spargelfond. Das heißt, wir fangen an, wir haben Spargelschalen. Und ich weiß, du gehst immer hin und lässt dir auf deinem, bei deinem Spargeldealer des Vertrauens, lässt du dir den Spargel, weil der es am besten kann, auch schon schälen. Nehmt die Schale mit. Denn wenn ihr letzte Woche geguckt habt, beim Spargelschälen waren wir jetzt nicht so gut, ehrlich gesagt. Also wichtig, die Spargel rein und auch die Enden. Ne? Auch genau. Da ist viel Geschmack. Ich habe wirklich, ne? Nach dem Schälen, habe ich wirklich nur ein klein bisschen Ende abgeschnitten. Das schmeiße ich ebenfalls mit dazu. Dann ist ganz wichtig, einmal ordentlich durchwaschen. Ne, weil ich meine, also Hände, Hände und den Spargel. Definitiv. Nein, die Schalen. Einmal kräftig durchwaschen. Ne? So, dann kaltes Wasser drauf. Dann geht es eigentlich ganz schnell, was an Zutaten da reinkommt. Wir nehmen hier ein bisschen Butter. So, legen wir drauf. Natürlich vorbei mit den Kalorien jetzt. Ja, vorbei. Aber du musst sehen, Butter ist der Geschmack, fettes Absolut. Geschmacksträger. Und glaub mir, das wird eine richtig leckere Sache. Zucker. Spargel liebt Zucker. Wirklich. Also und Spargel. Kinder. Spargel könnt ihr euch so. Spargel und Kinder. Lieben ja, Zucker. Ja, kann man sagen. So, also Zucker mit dazu. Und dann geben wir auch direkt ein bisschen Salz mit dazu. Okay. Und das war es eigentlich schon. Was wir später noch mit dazu machen können, ist ein bisschen Zitrone. Entweder jetzt oder später in deine Suppe. Aber auch diese Säure ist eine schöne Kombination zum Spargel. Und das Ganze lassen wir jetzt aufkochen, ungefähr eine halbe Stunde. Und dann ist der Spargelfond fertig, mit dem man dann die Suppe machen kann. Aber eben noch viel, viel mehr. Zeigen wir euch gleich. Halbe Stunde später, der Spargelfond ist fertig. Alles schön weich durchgekocht hier. Und hier in dem Topf kocht unser Spargelfond schon richtig durch. Jetzt gibst du was rein für die Suppe. Also pass auf, der Spargelfond, den habe ich ein bisschen einreduzieren lassen. Weil du musst immer sehen, wenn du Zeit hast, lass ihn ruhig um ein Drittel einreduzieren. Dann hast du noch einen kräftigeren, leckeren Spargelgeschmack. Jetzt habe ich dazu gegeben, Schlückchen Sahne. Ja. Zitrone, habe ich vorhin gesagt, kannst du mit in den Fond reingeben. Oder du kannst aber auch später hier mit reingeben. So, die Säure tut wirklich dem Spargel gut. Also du wirst später sehen, das ist wirklich eine tolle Verbindung. Und jetzt müssen wir im Grunde unsere... Du sagst, finde ich lustig so. Ja, 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 schon richtig. Jetzt müssen wir unsere Suppe abbinden. Ja. Und das machen wir mit Stärke. Mhm. So, dafür haben wir hier eine ganz normale... Speisestärke? Eine ganz normale Maisstärke. Ich würde immer lieber Maisstärke als Kartoffelstärke nehmen. Weil Kartoffelstärke, die zieht so komische Fäden. Das ist ein bisschen glibberig dann, das willst du ja nicht. Und die Maisstärke, die wiederum ist wirklich eine schöne Sache. Die rührt man kalt an. Mhm. Und ich habe gerade ein bisschen von den Formen beiseite gestellt, weil ich möchte kein Wasser mit dazugeben. Hat ja keinen Geschmack, wie wir alle wissen. Wir wissen alle, Wasser schmeckt nicht. Sonst gibt da überall Wein rein. Ne? So, jetzt rühre mal. So, okay, ich rühre. So, und jetzt gebe ich hier, guck mal, gebe ich dir mit dazu. Und wichtig ist immer, einmal aufkochen, um zu sehen, wie die Stärke gebunden hat. Okay. Also bitte nicht zu früh den nächsten Schuss dazu. Sondern wir warten. Weil sonst haben wir später so eine Suppe, die man schneiden kann. So, ein klein bisschen geht noch. Und dann, so, und dann habe ich im Grunde von meinen Spargelstangen, schneide ich immer das untere Drittel, schneide ich hier so in kleine Stücke. Ja. Und die gebe ich jetzt hier mit dazu. Im Grunde reicht es, wenn wir die wirklich eine Minute drin ziehen lassen. Fertig ist unsere Spargelsuppe. Und die könnt ihr auch wirklich, die kannst du auch 3 Tage im Kühlschrank stehen lassen, ne? Gar kein Problem. Sollen wir den schon mal probieren? Ja, warum nicht? Sollen wir den schon mal probieren, Klaus? Aber machen wir mach weniger. Wissen, dass wir danach nochmal die Spitzen da drauf geben. Also Spargelsuppe, total lecker, schnell gemacht und im Grunde ja eigentlich der Klassiker in der Spargelzeit. Und ganz ehrlich, eine gute Spargelsuppe. Lecker. Oder? Geil, dann noch ein paar Spitzen mit rein oder sowas. Nein, die Spitzen. Doch, ich finde Spitzen, die Spitzen, aber, Spitzen rein. Aber die schneidest du doch nicht klein. Gehören, die Spitzen gehören. Spitzen rein, da können auch ein paar Spitzen. Hat er keine Ahnung von. Total gut. Hat er. Probiert's aus. Versteht er nicht.